Woher wusste sie, dass du mit Laura eine Affäre hast? Hatte. Sie hat uns belauscht vor ein paar Wochen, als wir uns in der Laube unten getroffen haben. Ich will ihr Geld nicht. Gibt sich eine andere Möglichkeit? Warum kann ich denn das Rezept nicht lizenzieren lassen? Weil ich als Schokoladenfabrikant viel schneller ein Patent bekomme als Sie. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Tut es dir leid, was passiert ist? Nein. Meinst du, es würde gut gehen mit uns beiden, wenn wir uns so jeden Tag sehen, rund um die Uhr? Hier drin ist mein Rezept plus Verzichtserklärung. Das gehört Ihnen. Mein Gott, das ist doch ein Missverständnis. Das Rezeptbuch ist hier. Sie haben es? Ich wollte nicht, dass es in falsche Hände kommt, deswegen habe ich es in Verwahrung genommen. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Sie hätten es mir sagen müssen. Das weiß ich jetzt auch. Ich wollte doch nur Ihr Rezeptbuch in Sicherheit bringen. Ja. Hinrichsen hat gesagt, ich soll das Geld so schnell wie möglich nehmen, bevor der Dieb das Rezept verkauft. Das ist doch ein ganz gemeiner und mieser Trick. Oh Mann, ich bin so naiv. Ich bin so blöd. Das ist doch alles meine Schuld. Das ist doch Unsinn. Wenn hier jemand einen Fehler gemacht hat, dann bin ich es. Das ist meine Schuld. Ach, Sie haben es ja nur gut gemeint. Ja, gut gemeint ist aber nicht gut gemacht. Ich werde es wieder in Ordnung bringen. Wie denn? Ich spreche mit Hinrichsen. Er muss Ihnen das Rezept zurückgeben. Willst du mit? Komm rein. Danke. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle reinpassen, oder? Alle? Naja, der Wagen, du und ich. Ach, wir beide sind doch zumindest ganz schlank. Ja, wir beide schon, aber guck dir doch mal den Wagen an. Ja, du meinst, der könnte eine Diät vertragen, oder was? Oder glaubst du, mir ist die Nähe zu viel? Bevor wir jetzt lange rumreden, fahr doch einfach schon mal vor, hm? Und du? Ich? Ja, du? Ja, ich gehe zu Fuß. Mit dem Wagen? Nein, oh Mann. Nein, ich warte hier und du fährst hoch und schickst mir den Aufzug runter, wenn du oben bist. Ach Quatsch. Komm, fahr du mal mit dem Wagen zuerst. Ich und meine Handtücher haben es nicht so eilig. Ladies first. Ich nehme dann mal die Treppe. Einen schönen guten Morgen, Herr Hinrichsen. Guten Morgen. Und, ist alles in Ordnung? Alles bestens. Als Ihr Gast kann man sich wohlfühlen. Wie lange haben Sie da noch vor zu bleiben? Auch wenn der Brunch hier nicht so vorzüglich wäre, hätte ich schon längst meine Koffer gepackt. Dann habe ich ja Glück, Sie noch anzutreffen. Ich muss nämlich etwas Geschäftliches mit Ihnen besprechen. Und ich dachte, meine Geschäfte hier im Haus seien beendet. Tja, eben darum geht es. Darf ich? Bitte. Worum geht es? Es geht um das Rezept, das Sie meiner angestellten Frau Mahler abgekauft haben. Ein echtes Kleinod. Innovative Schokoladenrezepte sind heutzutage Gold wert. Aha. Sind Sie das? Tja, in Zeiten von Massenproduktionen haben alte, bisher unbekannte Rezepte Seltenheitswert. Naja, dann hoffe ich, dass Sie es auch vom Maler in Gold aufgewogen haben. Es war nicht billig. Ja, trotzdem muss ich Sie bitten, das Geschäft rückgängig zu machen. Das ist ein Scherz. Nein, keineswegs. Sie sind Geschäftsmann wie ich, Herr Saalfeld. Würden Sie ein gutes Geschäft ausschlagen? Wenn es aufgrund missverständlicher Bedingungen getätigt wurde, ja. Was werfen Sie mir vor? Unlauteres Geschäftsgebaren? Nein, Herr Hinrichsen, nicht Ihnen. Aber aufgrund meiner Einmischung musste Frau Mahler annehmen, dass das Rezept verschwunden ist. Und nur deshalb hat sie es überhaupt verkauft. Dann habe ich den Kauf Ihnen zu verdanken. Ja. Ich fürchte, ja. Und jetzt muss ich meinen Fehler korrigieren.
Blanco? Diese kleine Schokoladenprinzessin muss Ihnen aber eine Menge wert sein. Ich vertraue Ihnen, dass Sie die korrekte Summe eintragen. So viel war Ihnen das Rezept wert? Nein, aber so viel wird es meiner Firma einbringen. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich es nicht zurückgeben werde? Es macht mich wahnsinnig, dass Laura diesem Hinrichsen ihr Rezept verkauft hat. Wo steckt sie überhaupt? Wahrscheinlich ihren neuen Reichtum genießen. Nur das zu mir, ich habe nur Stress. Was denn für Stress? Männer, ist auch egal. Männer oder Mike? Schau mal, die schöne, erfolgreiche Geschäftsfrau. Kann ich gratulieren? Ich bin so eine blöde Kuh. Wirklich. Liegt es an Hinrichsen? Ja. Das Rezeptbuch ist wieder da. Was für ein Glück! Ich glaube nicht. Es war zu spät, oder? Mann. Warum hast du denn nicht auf mich gehört? Ich habe dir doch versprochen, dass ich das Rezeptbuch wieder beschaffe. Hinrichsen hat mich unter Druck gesetzt. Wo war es denn? Herr Saalfeld hat es aus dem Safe genommen. Was wollte der denn damit? Sicher gehen, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Oh nein. Mann, ich hätte dieses Rezept gar nicht verkaufen müssen. Wenn ich es nicht in den Safe getan hätte, das ja, Buch. Ja, das tut mir leid. Wenn. Er wollte dir doch nur helfen. Ach, ich weiß. Ich mach's wieder gut. Versprochen. Jetzt warte doch mal. Herr Saalfeld hat mir das auch schon versprochen, aber dafür ist es zu spät. Ich bin kein Saalfeld. Ich darf doch. Ah, zu einer schönen Frau sage ich selten nein. Alfons hat mir gesagt, dass Sie uns verlassen. Ich bin untröstlich. Meine Mission ist hier beendet. Beendet? Das heißt, Sie kommen nie wieder? Nein. Denn ich habe, was ich will. Der süße Kuss. In all seinen süßen Details. Hatten wir nicht einen Exklusivvertrag? Das Rezept gehört Ihnen nicht einfach so. Ich habe das Rezept von Frau Mahler persönlich. Ihnen ist doch klar, dass es ein ganz mieser Trick war. Das werden Sie noch bedauern. Das glaube ich kaum. Denn hiermit bringe ich meine Firma wieder ganz nach vorne. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen, Herr Hinrichsen. Gute Heimreise. Danke. Ich hätte das Buch nicht an mich nehmen dürfen. Aber du hast doch versucht, es in Ordnung zu bringen. Ja, erfolglos. Trotzdem, du darfst dir keine Vorwürfe machen. Das mache ich aber. Ich hätte das Buch nicht aus dem Safe nehmen dürfen, ohne Laura Bescheid zu sagen. Vom Verlust des süßen Kusses für den Fürstenhof ganz zu schweigen. Bitte, es ist passiert. Vielleicht hilft Laura das Geld ja ein bisschen, das sie von Hinrichsen bekommen hat. Ja, aber mit dem süßen Kuss hätte sie doch viel bessere Karriereaussichten gehabt. Entschuldige, Charlotte. Ich wollte dich auf andere Gedanken bringen. Stattdessen belaste ich dich mit meinen Problemen. Aber es geht mir doch gut, den Umständen entsprechend. Ich hatte gehofft, die Post aus Russland würde dich aufmuntern. Aufmuntern ist das falsche Wort. Es hat mich nachdenklich gemacht. Ja, so viele Kinder, denen du mit deiner Krebsstiftung helfen konntest, das sollte dir doch Mut machen. Jedes Kind, das geheilt wurde, ist ein Geschenk. Und unter so widrigen Umständen. Ich finde es wunderbar und ich bin sehr dankbar. Das solltest du als Omen für dich nehmen. Wenn so viele Kinder den Krebs besiegen konnten, dann kannst du es auch. Ach, Werner. Ich rufe jetzt den Arzt an. Oder hat er inzwischen die neuen Blutwerte mit dem Fax geschickt? Also, wenn die Werte besser sind, dann fahren wir ins Krankenhaus und beginnst wieder mit der Chemotherapie. Einverstanden? Ja, wenn Sie... Liebes, bitte, lass uns nicht länger warten. Einverstanden. Aber ich möchte selbst mit dem Arzt sprechen. Aber dafür brauche ich Kraft. Lass uns jetzt mit dem Essen beginnen. In Ordnung?
Aber Herr Hinrichsen, warum haben Sie denn nichts gesagt, dass Sie mit Packen fertig sind? Ich hätte Ihnen doch ein paar Schen draufgeschickt. Ich bin doch kein alter Mann, Alfons. Die kleinen Koffer kann ich auch noch selber tragen. Haben Sie die Rechnung fertig gemacht? Selbstverständlich. Dankeschön. Ich habe jetzt noch den Brunch von vorhin, zwei Bier aus der Minibar und ein Telefonat notiert. Ist das korrekt? Ja, zwei Bier. Ich glaube ja. Ja. Das ist aber merkwürdig. Probleme mit der Maschine? Nein, ich fürchte eher mit der Karte. Die Maschine hat gerade bei einem anderen Gast kurz vorher noch einwandfrei funktioniert. Die Karte ist in Ordnung. Probieren Sie es nochmal. Ja. Tut mir leid. Ist nichts zu machen. Wenn das jetzt eine kleine Racheaktion von Ihnen ist. Herr Heinrichsen, Sie wollen mir doch hoffentlich nicht unterstellen, ich sei unprofessionell. Was weiß ich. Kann ich mal telefonieren? Selbstverständlich. Welche Nummer? Ich denke, ich mache das lieber mit meinem Handy. In Ruhe. Gar nichts mehr? Was soll das heißen? Na, das sind doch Peanuts. Eine Hotelrechnung, ich bitte Sie. Gut, das verstehe ich. Aber mein Liquiditätsproblem ist temporär, das wissen Sie. Nein, ich habe keine Garantie mehr. Sie kennen meine Situation. Aber wir können doch jetzt nicht aufgeben. Sie sind genauso gut Geschäftsmann wie ich, um zu wissen, dass die Firma wieder hochkommt. Und jetzt habe ich ein bahnbrechendes Rezept. Den süßen Kuss. Haben Sie schon mal was von Privatsphäre beim Telefonieren gehört? Privatsphäre? Gehören alte Familienrezepte nicht auch dazu? Was soll diese Anspielung? Ich wüsste nicht, dass meine Geschäftsprobleme hier diskutiert werden. Schade. Genau deshalb bin ich hier. Auf mich wirken Sie nicht wie ein kompetenter Gesprächspartner. Tut mir leid. Hat Ihre Bank das auch so zu Ihnen gesagt? Was nehmen Sie sich heraus? Sagen wir, ich habe genug gehört, um sicher zu sein, dass Sie den süßen Kuss von Frau Mahler vergessen können. Omi, verzeih mir. Dein süßer Kuss ist weg, für immer. Aber Tanja hat recht. Es ist nicht das einzige Rezept auf der Welt. Es stehen noch andere in dem Buch und ich kann mir neue ausdenken. Und mit dem Geld kann ich endlich hier weg. Oh Gott, will ich das überhaupt? Laura, hallo. 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 Ich habe nur kurz Pause gemacht. Und kein Problem. Du darfst hier sein. Ich weiß. Also, schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Ach, Laura, sag mal, fühlst du dich hier wohl? Hier im Fürstenhof? Nein, ich meinte im Pferdestall. Ja, ja, sehr. Ja, die Pferde, die haben sowas Beruhigendes? Ja, ganz genau. Warum gönnst du dir dann nicht Zeit und reitest mit uns aus? Jetzt gleich? Ja, warum nicht? Nee, ich kann ja auch gar nicht so gut reiten. Außerdem muss ich dringend in die Küche zurück. Eine Pferdenherrin und keine gute Reiterin, das glaube ich nicht. Komm, zeig uns, was du kannst. Katharina, hast du nicht gehört, was sie gesagt hat? Sie muss zurück in die Küche. Seit wann denn so pflichtbewusst? Hast du dich denn noch nie vor der Arbeit gedrückt, um dich zum Beispiel mit deinem Geliebten zu treffen? Wie bitte? Ja, mit Mike. Ich erwarte ein Liebespaar, oder? Ja, natürlich. Ja, aber ich habe mich ja nie vor der Arbeit gedrückt, also. Was ist los, Katharina? Willst du Ihre Zuverlässigkeit kontrollieren? Ich bin Ihr Chef, schon vergessen? Ja, es tut mir leid. Ich wollte mich nicht in deinen Kompetenzbereich einmischen. Na dann, Wiedersehen. Was war denn das bitte für eine Aktion? Willst du uns provozieren oder was hast du vor? Wenn ich nicht wüsste, dass Katharina keine Ahnung von Alexander und mir hat, ich würde zumindest denken, sie ahnt was. Warum spielt sie denn sonst die Starke und lädt mich gnädigerweise zum Reiten ein? Wollte sie nur nett sein? Oder wollte sie mich in eine peinliche Situation bringen? Ich könnte Alexander ja mal fragen. Nein, lieber nicht. Es ist sowieso vorbei. Sie befinden sich zurzeit in einer Art finanziellen Engpass? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.
Und ich schätze es nicht, vom Personal belauscht zu werden. Ach, wissen Sie, ich kann Sie auch nicht besonders schätzen, aber trotzdem, darüber möchte ich eben mit Ihnen reden. Was Sie sich herausnehmen, ist schlichtweg unverschämt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe bereits genug kostbare Zeit mit Ihnen verschwendet. Mir kann die Zeit mit Ihnen gar nicht kostbar genug sein. Zumindest bis ich mein Ziel erreicht habe. Ach du meine Güte, werde ich das vergessen können. Leute wie Sie haben nur das eine im Kopf. Das sollte genügen, um Ihnen den Mund zu stopfen. So, jetzt lassen Sie mich vorbei, bevor ich mich bei den Saalfelds beschweren muss. Herr Hinrichsen? Ich denke, dass Sie den hier im Moment besser gebrauchen können. Und was zum Himmels Willen wollen Sie dann von mir? Ich will das Rezept von Frau Mahler. Das Original und sämtliche Kopien, die Sie bis jetzt gemacht haben. Kopien? Wozu? Wenn ich das Original habe. Umso besser. Dann möchte ich das Original. Und die Einverständniserklärung von Frau Mahler, dass Sie den süßen Kuss produzieren dürfen. Aber gerne. Wenn Sie mir bitte erklären, wozu in aller Welt ich es Ihnen geben sollte. Weil Ihr Scheck für Frau Mahler sicher nicht gedeckt sein dürfte. Und ich Sie sonst nach Strich und Faden verklagen werde, wegen Scheckbetrugs. Aber verstehen Sie doch, das Rezept kann meine Firma retten. Meine geschäftliche Zukunft hängt davon ab. Geben Sie mir das Rezept. Vielleicht versuchen Sie es in Zukunft einfach mal mit sauberen Geschäften, Herr Hinrichsen. Da hat man meistens mehr Glück. Schönen Tag. Und? Bist du mir jetzt böse? Ja. Es war völlig unsensibel und überflüssig dazu. Ja. Was war das, ne? Ist das deine Art von Rache? Rache? Kannst du dir nicht mal verübeln. Alexander, ich bin nicht rachsüchtig. Ich hab dir verziehen, das weißt du doch. Ach ja? Dann ging das gegen Laura. Du wolltest dir wehtun. Nein. Wie kannst du sowas nur denken? Ich wusste nicht, dass ich sie damit verletze. Hier. Halt mal fest. Katharina, ich habe mich für dich entschieden. Ja? Ganz klar. Reicht das nicht? Schlimm genug für Laura. Weißt du was? Ich denke, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir ihr sagen, dass du Bescheid weißt. Nein, es ist ohnehin schon schlimm genug für sie. Ich muss eben mehr Rücksicht auf sie nehmen. Wir sollten erstmal das gut sehen. Mitten im Tal, umringt von Weinbergen. 12 Stunden Sonne am Tag. Ah, das schmeckt man dem Wein auch an. Klingt nach dem perfekten Wein für meine Hochzeit. Wen wollen Sie heiraten? Den Winzer? Nein, Laura. Ach was. Haben Sie sie schon gefragt? Nein, der richtige Zeitpunkt war noch nicht da. Aber jetzt ist er so günstig wie noch nie. Ja, das Rezept ist wieder aufgetaucht. Sehen Sie mal. Habe ich Herrn Hinrichsen abgeluchst. War gar nicht so einfach. Das hat ihm bestimmt Frau Franke zugesteckt. Nein. Er hat es auch nicht aus dem Safe gestohlen, sondern Laura abgekauft. Herr Saalfeld, Ihr Vater hat das Rezeptbuch aus Sicherheitsgründen an sich genommen. Und mal wieder keinem was davon gesagt. Das ist typisch, mein Gott. Ich hätte wirklich alles getan, um Lauras Rezept wieder zu beschaffen. Ihnen scheint ziemlich viel an ihr zu liegen. Ja. Und genau deshalb will ich Sie heute Abend auch fragen, bevor wieder was dazwischen kommt. Und Sie machen uns ein wundervolles Menü, ja? Wissen Sie, was ich in der nächsten Woche... Kommen Sie bitte. Aber das geht nicht. Kein Aber. Sagen Sie einfach nur ja, wie Laura heute Abend. Tschüss. Hast du irgendwas? Alles in Ordnung. Du bist halt irgendwie komisch. Ich denk nach. Ach ja. Worüber denn?
versuche mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich so viel Geld hätte wie du. Und, wie wäre das? Wunderbar. Ich könnte alles machen, was ich will. Was wäre denn das zum Beispiel? Ich weiß nicht. Siehst du, so geht's mir nämlich auch. Sag bloß, du hast noch keine Pläne, was du mit deinem Geld anfangen willst. Keine Wünsche. Naja, also wenn es ginge, würde ich natürlich den süßen Kuss zurückkaufen. Aber das geht nicht. Und deshalb werde ich das Geld wahrscheinlich meinem Vater geben. Deinem Vater? Der hat sich schon immer ein eigenes Restaurant gewünscht. Und du? Was hast du denn davon? Ich freue mich, wenn er sich freut. Stimmt. Ich wünschte, ich könnte meine Eltern auch wieder glücklich machen. Deine Eltern? Das sind die glücklichsten Menschen, die ich kenne. Das waren sie, bis Hinrichsen kam. Ja, Hinrichsen, weißt du, das ist so einer von den Menschen, die immer kriegen, was sie wollen. Was habt ihr denn mit dem zu tun? Nichts. Ich versuche, Mut zu finden. Wozu fehlt er dir? Um im Krankenhaus anzurufen. Das Fax haben die noch immer nicht geschickt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Dann mache ich das für dich. Das ist sehr lieb, aber meine Werte muss ich selbst erfragen. Oder wir fahren hin. Ich muss ohnehin ins Krankenhaus. Ich muss den Verband wechseln lassen. Wie geht's deinem Fuß denn? Gut, besser. Ich konnte sogar wieder reiten. Aber jetzt lenk mal nicht ab. Wir rufen im Krankenhaus an und fragen nach deinen Blutwerten. Versteh doch. Ich möchte nicht, dass du oder ein anderer aus der Familie derjenige ist, der mir sagen muss, dass meine Werte schlechter geworden sind. Du machst dir Sorgen, dass sie schlechter geworden sind. Berechtigterweise, findest du nicht? Nein, das finde ich nicht. Ich glaube das erst, wenn es wirklich so ist. Aber ich habe Angst. Die habe ich auch. Aber die Angst wird nicht weniger, indem du das Telefonat hinausschiebst. Ich weiß. Ich quäle mich schon den halben Tag damit herum. Dabei habe ich es deinem Vater versprochen. Gut. Dann rufst du jetzt an und ich bleibe bei dir. Ja? Saalfeld hier. Ich rufe an, um meine Werte abzufragen. Wirklich? Besser. Danke. Schön. Hildegard? Schleppst du dich denn so ab? Fahrtkosten helfen? Ah, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Was? Dass die Lebensmittel billiger bekommen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Kriege ich schon wieder irgendwas nicht mit oder so? Ich freue mich nur, dass du auf einmal so hilfsbereit bist. Ich bin immer hilfsbereit. Aber zu mir erst, seit ein gewisser Herr im Hause ist. Ach, der immer um dich herumscharwenzelt, ja? Ich sag dir, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Dann frage ich dich, meine liebe Hildegard, wieso ich dir helfe, obwohl die Konkurrenz längst aus dem Geschäft ist. Also jetzt verstehe ich nichts. Dein wunderbarer Herr Hinrichsen ist abgereist. Was? Ja, ohne sich von mir zu verabschieden? Ich glaub dir kein Wort. Gäste, deren Kreditkarten gesperrt sind, haben meistens keine Zeit für lange Abschiede, weißt? Was heißt denn Kreditkarte gesperrt? Was redst du denn da? Ja, es ist so. Dein edler Fabrikant ist ein Blender. Und wegen sowas hast du... Ach, was rede ich überhaupt? Da hast dein Korb. Ein Blender, der uns eiskalt abgezockt hat. Und? Soweit ich weiß, ist das Rezept von Laura Mahler. Ach, Werner, werd bitte nicht haarspalterisch. Das ist nicht meine Absicht. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, dass deine Rolle in der Sache auch nicht ganz einwandfrei war. Du warst doch selbst an dem Rezept interessiert. Um es für den Fürstenhof zu sichern. Natürlich.
Trotzdem wollte ich dich vor einer Dummheit bewahren. Ich begehe keine Dummheiten. Höchstens kleine Korrekturen der Wirklichkeit. Hallo, um dem Fürstenhof zu helfen. Ja, ja, das hatte ich befürchtet. Deshalb habe ich das Buch an mich genommen. Du hast mir misstraut. Nur deshalb konnte dieser Betrüger in den Besitz des Rezepts gelangen. Du machst also mir den Vorwurf? Dir und dieser tollpatschigen Laura Mahler. Cora, bitte. Ohne deine Intervention hätte sie das Rezept sicherlich nicht verkauft. Cora, was soll das jetzt? Willst du mein Verhalten kritisieren? Dein Misstrauen mir gegenüber, ja. Ich wollte Laura Mahler helfen. Ach, Laura Mahler. Gibt es nichts Wichtigeres als dieses kleine Mädchen? Ohne den süßen Kuss verliert der Fürstenhof ein wichtiges Markenzeichen. Ach, das werden wir verkraften. Ich habe jetzt andere Sorgen. Meine Frau ist krank. Sie braucht meine ganze Aufmerksamkeit. Laura Mahler, deine Frau, immer ist irgendwas. Vielleicht sollten wir den Spaziergang ein andermal fortsetzen. Wenn du nicht vor Mitleid zerfließt und wieder klar denken kannst. Hallo, Tanja. Hallo. Herr Hinrichsen ist abgereist? Ja, vorhin. Aha. Wann war denn das vorhin? So vor ein, zwei Stunden ungefähr. Aha. Als ich auf dem Markt war. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Frau Sammichler? Ich wollte nur sehen, ob Wolf, Herr Hinrichsen irgendwas für mich hinterlassen hat. Trinkgeld, meinen Sie? Nee, kein Cent. Manche Menschen sind eben geizig. Ja, vielleicht war er auch nur vorübergehend knapp bei Kasse. Knapp bei Kasse und dann im Fürstenhof absteigen? Ich sag Ihnen jetzt mal was. Wissen Sie was? Es gibt Menschen, die machen nach außen in den großen Macke, aber in Wirklichkeit sind sie nämlich ganz anders. Vielleicht. Entschuldigung, aber habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oder? Nein, nein. Ich hatte nur gehofft, dass Herr Hinrichsen mir vielleicht einen Brief oder eine Notiz hinterlassen hat. Für Sie? Ja. Wir waren gute alte Freunde. Ach so. Ja, nee, nicht, dass ich wüsste. Also keinen Brief, keine Karte, nee. Ja. Ich finde es aber jetzt nicht in Ordnung, dass ein alter Freund so ohne Abschied abreist. Alexander, gut, dass du kommst. Das ist meine neue Spezialität des Hauses. Musst du unbedingt probieren. Ich weiß nicht, ob wir es zum Abendessen schaffen. Ich fahre Mutter ins Krankenhaus. Wieso? Geht's ihr nicht gut? Ganz im Gegenteil. Es geht ihr besser. Die Werte sind so gut, dass sie mit der Chemo weitermachen kann. Sie bekommt ihre neue Infusion. Das ist fantastisch. Deswegen wollte ich es dir gleich sagen. Danke. Und was deine Spezialität angeht, vielleicht kannst du uns was zurückhalten, ja? Ehrensache. Aber du musst oben essen. Oder im Rosenzimmer. Das Restaurant ist ausgebucht für ein angehendes Brautpaar. Aha. Wer sind denn die Glücklichen? Kenne ich die? Ich darf nicht sprechen, bevor Sie nicht sprechen. Ich unterliege meiner Schweigepflicht als Koch. Meinetwegen. Es war einfach so strange, wie da vor diesem Aufzug stand. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Warum ist der kurz vorher noch so nahe, weißt du? Ich kenne das. Ich habe heute Alexander im Pferdestall getroffen. Und? Nichts. Und Katharina war ja dabei. Sie hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte zum Ausreiten. Das hat die bestimmt ganz nett gemeint. Ja, trotzdem. Ich war völlig vom Kopf gestoßen. Ganz durcheinander und Blödsinn geredet. Ja, so ging es mit Mike auch. Das ist einfach so schade. Ich weiß nicht, weißt du, wir waren vorher wenigstens befreundet, aber das ist so verkrampft und ätzend einfach. Ich krieg das wieder hin. Guck mal, das war nur eine Nacht. Ja, genau. Die hätte ich mir verkneifen sollen. War so schön. Hatte auch Freundschaft. Hm? Klar, verstehe schon. Wenn ich die Freundschaft mit Mike retten will, darf ich nicht mehr mit ihm ins Bett. Mike? Küchenchef verlangt nach dir. Ja? Laura,
Es tut mir leid, Sie bei Ihrem sehr wohlverdienten Feierabend stören zu müssen, aber ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn der Chef zu Hause anruft, aber mir bleibt leider keine andere Wahl. Das Restaurant ist völlig, ja, es ist brechend voll und ich bräuchte Sie ganz dringend. Ja, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Danke. Sie sind Sie. Ja! Es hat geklappt! Kommen Sie her. Ja, dank meiner schauspielerischen Fähigkeiten. Ich bin ein guter Schauspieler. Sie sind ein guter Koch. Wir können uns ruhig duzen lassen. Gerne, Robert. Sie hat mal hören müssen, wie erschrocken sie am Telefon klang. Sie hat keine Ahnung, was hier vorgeht. Moment mal, erschrocken oder verärgert? Naja, ich wäre auch verärgert, wenn man mich um meinen wohlverdienten Feierabend bringen würde. Verärgert ist gut. Verärgert ist sehr gut. Das heißt, sie ahnt nichts. Hör mal, es kann nicht schiefgehen, außer du stotterst oder du hast einen hässlichen Ring besorgt. Apropos. Ja, wo ist er? Ja. Ich will nur wissen, wie du ihn findest, okay? Nichts weiter. Wie soll man denn einen Ring aus einem Kaugummiautomaten finden? Hallo, der hat Symbolwert. Außerdem kommt es auf die Geste an. Und natürlich auf den Mensch, der ihn verschenkt. Aber wem erzähle ich das? Du bist ein echter Romantiker. Weißt du, ich kann ja verstehen, dass Wolf abgereist ist. Wahrscheinlich hat er ganz plötzlich einen dringenden Termin bekommen. Ach du, warte mal. Vielleicht hat er mir ja hier was reingeworfen. Kärtchen oder sowas. Ach, Werbung, Rechnungen, wie immer. Versteh mich nicht falsch. Es ist ja nicht so, dass mein Herz an ihm hängt. Nein? Natürlich nicht. Wolf ist ein alter Freund. Und jetzt fühlst du dich betrogen, weil er dir nicht erzählt hat, dass er Geldprobleme hat. Warum sollte er denn ausgerechnet mit mir über Geld sprechen? Das ist es nicht. Also findest du es nur schade, dass er sich nicht von dir verabschiedet hat? Na, jetzt, nachdem ich weiß, was er für Probleme hat, kann ich das sogar verstehen. Das war ihm eben peinlich. Ja, wenn es das auch nicht ist, was stört dich dann? Dass dein Vater mir es wahrscheinlich in alle Ewigkeit nachtragen wird. Ist da mehr gelaufen? Ach du, Marie, was denkst du denn von mir? Der Mann hat mir einfach gut getan. Endlich hat mir mal wieder einer Komplimente gemacht. Ich habe mich mal wieder attraktiv gefühlt. Kannst du denn das nicht verstehen? Mehr war da nicht. Aber dein Vater ist ebenso eifersüchtig. Also, Mama, ehrlich, ich bin froh, dass Wolf weg ist. Ja, aber weißt du, das ist so schnell gegangen. Also ich denke, Papa war es so lieber. Sicher. Ach, halt mal. Da kommen jetzt schwere Zeiten auf mich zu mit ihm. Papa liebt dich über alles. Er wird dir schon nicht böse sein. Ja, da sitzt sie ja endlich. Wo sind denn die anderen? Die anderen? Im Rosenzimmer. Hier sieht's aber nicht gerade nach Hochbetrieb aus. Warum sollte ich denn herkommen? Ja, das kann ich Ihnen momentan nicht sagen. Also wenn das jetzt ein Witz sein soll, ich finde das nicht besonders lustig. Das ist kein Scherz. Ich habe Sie aus einem wichtigen Grund hierher gebeten. Ja, können Sie mir den vielleicht auch nennen, oder was? Ja, nur Geduld, junge Frau. Nur Geduld. Ich bin hierher gehetzt wie eine Blöde. Ich habe noch nicht mal was gegessen. Sie haben nichts gegessen? Wunderbar. Hä? Wunderbar, ja. Eine Nachtschicht ohne was im Magen. Wunderbar. Nehmen Sie das, bringen Sie das ins Restaurant. Dann erfahren Sie alles Weitere. Ich mache die Tür auf. Hallo, schöne Frau. Darf ich? Lars, was ist denn hier los? Du bist heute Abend mein Gast. Was, wo sind denn die anderen Gäste? Du bist der Einzige. Sozusagen der Ehrengast. Aber warum denn? Setz dich erstmal. Alles geschmückt hast und so und die Musik. Weiß Robert, also hast du das mit Robert zusammen ausgeheckt? Ja, nur für dich. Das ist ja wie im Film, Mensch, womit habe ich denn das verdient? Schön, dass es dir gefällt.
Habt ihr mich aber ganz schön auf den Arm genommen, ihr beiden. Freut mich, dass die Überraschung gelungen ist. Ja, was ist denn jetzt der Anlass? Also ich glaube, ich habe nicht Geburtstag oder sowas. Naja, trotzdem habe ich ein kleines Geschenk für dich. Hier. Das Rezept, der süße Kuss? Ja. Es gehört nur dir, dir allein. Henrichsen ist aus dem Spiel. Ach, wirklich? Sonst sein? Ich weiß nicht. Hast du gemeint, ich komme nicht heim? Hätte ja sein können. Ich habe für dich gekocht. Deine Lieblingsschmankerl. Mhm. Und was ist, wenn ich schon gegessen habe? Hast du schon? Ich hätte doch können, oder? Ja. Natürlich hättest du können. Alfons, bist du mir noch böse? Wieso sollte ich böse sein? Nur wegen diesem Blender, deinem Wolf. Das ist doch gar nicht mein Wolf. Ich war so blöd. Tut mir leid. Tja, mir auch. Die sind aber schön. Gefallen's dir? Sehr. Dann ist es ja recht. Du sollst nämlich nicht glauben, dass dein alter Alfons gar keinen Sinn mehr für Romantik hat. Nur weil er da nicht immer einen Hof macht. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Du bist mir viel lieber als... Als der Wolf im Schafspelz? Als alle Wölfe und Schafe dieser Welt zusammen. Ich habe noch nie so gut gegessen in meinem Leben. Ja, unser Küchenchef hat sich heute Abend selbst übertroffen. Und das nur für uns, ja? Ja, nur für dich. Ich finde, wir sollten uns bei ihm bedanken. Das hat er wirklich toll gemacht. Stopp! Der Abend ist noch nicht vorbei. Oh Gott, was kommt denn jetzt noch? Also, dass du mein Rezept gerettet hast, ist ja nun wirklich Höhepunkt genug. Sag einfach nur ja und ich mach dich zur glücklichsten Frau auf dieser Welt. Versprochen. Meinst du das jetzt ernst? Machst du mir jetzt gerade einen Heiratsantrag? Ja. Laura, ich liebe dich. Wir passen doch gut zusammen, oder? Ja. Na also. Dann lass uns zusammen sein. Für den Rest unseres Lebens. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich aber. Ja? Kann ich noch ein bisschen drüber nachdenken? Kurz? Ja, klar.
Alexander? Katharina, habe ich dich geweckt? Nein, ich habe nur ein bisschen gedöst. Wo warst du denn so lang? Ich war noch im Krankenhaus, das hat etwas länger gedauert. Wie geht's denn, Charlotte? Na gut, sie ist reichlich erschöpft, aber sonst gut. Kann ich mir vorstellen. Die Chemotherapie zeigt Wirkung. Sie haben die Blutwerte noch mal gemessen, bevor wir gefahren sind. Sie sind schon wieder besser. Das ist ja wunderbar. Du wirst sehen. Ab jetzt geht's jeden Tag ein bisschen bergauf. Ja. Danke, du machst mir wirklich Mut. Hab ja auch genug für zwei. So. Und jetzt schlaf noch mal ein bisschen, ja? Ich komm gleich zu dir. Alexander? Ja? Ich wollte mich entschuldigen. Entschuldigen? Wofür? Naja, für die Sache im Stall mit Laura. Weißt du, wir haben es leicht, wir sind zu zweit, aber Laura, ich hoffe, sie und Lars finden wieder zusammen. Ist aber sehr spät. Hast den Abend hoffentlich sinnvoll genutzt ohne mich? Sehr witzig. Was machst du denn da? Das Telefon anstellen, sieht man es nicht. Und warum? Weil es klingelt. Weil du es anstarrst? Ja, vielleicht. Also ich habe mal gehört, dass ein Telefon eigentlich nur dann klingelt, wenn am anderen Ende der Leitung auch jemand deine Nummer wählt. Ach echt? Das tut aber nicht. Wer denn? Mike. Reg mich so auf. Mach deinen auf anständig und hält sich an die Abmachung. Du hättest viel lieber, wenn du drauf pfeifen würde und mich anruft. Ruf du ihn doch an. Ja, aber es geht nichts gegen die Abmachung. Außerdem habe ich mir einen ganz klaren Plan gemacht, wie ich mich in Zukunft Männern gegenüber verhalten werde. So. Das finde ich total richtig. Okay. Sag mal. Wenn du so Witze über mich machen kannst, dann musst du ja echt einen coolen Abend verbracht haben. Ja, ich hatte einen schönen Abend. Erzähl mal. Ich habe mein Rezept wieder. Nee. Lars hat es dem Hinrichsen abgeluchst. Boah, mein Held ab heute. Ich weiß es nicht. Mein Held will er jetzt für immer sein. Wie jetzt? Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Nee. Ja, und was hast du gesagt? Ja, Charlotte, was machst du denn hier noch um diese Uhrzeit? Ach, gut, dass du kommst. Ich komme mit dem Lexikon nicht weiter. Solltest du dich nicht ausruhen nach deiner Chemotherapie? Ich habe mich vorhin eine Stunde hingelegt. Es geht mir gut. Hilfst du mir jetzt? Was? Jetzt? Bist du verärgert, dass Alexander mich ins Krankenhaus gebracht hat? Nein, Schatz, nein. Obwohl ich dich natürlich viel lieber selbst gefahren hätte. Ja, aber so konntest du doch deinen Arbeitstermin wahrnehmen. Und ich fand es auch mal sehr schön zur Abwechslung, einen jungen Mann an meiner Seite zu haben. Trotzdem willst du noch nicht schlafen? Ich möchte die Briefe der Kinder selber lesen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sie mir geholfen haben. Das hatte ich auch gehofft. Du hast es geschafft, mich im rechten Moment daran zu erinnern, dass da draußen Menschen sind, die mich brauchen. Es gibt so viele Menschen, denen du mit deiner Arbeit hilfst. Sind wir doch ehrlich. Nächstenliebe ist nie uneigennützig. Was sagst du denn da? Es stimmt. Wenn du ein Herz für andere hast, hilfst du damit am allermeisten dir selbst. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Naja, die Idee mit den Briefen hatte eigentlich Alfons. Ich hatte befürchtet, dass dich die Arbeit überlastet. Dann danke ich eben euch beiden. Deshalb möchte ich auch die Briefe beantworten. Hilfst du mir dabei? Jetzt? Nein, Charlotte, das kommt nicht in Frage. Morgen. Morgen helfe ich dir gerne.
Aber jetzt, jetzt habe ich nur noch die ehrenvolle Aufgabe, mein geliebtes Weib ins Bettchen zu befördern. Na schön, Lotte. Ich bin so glücklich, dass es dir wieder besser geht. Und ich danke dir, dass du immer an meiner Seite geblieben bist. Danke. Das ist schön, dass du dir Gedanken machst, ja. Warte mal. Komm ruhig rein. Ja? Ja, ja, ich richte sie aus, ja. Ich glaube, sie ruft dich sowieso im Laufe des Tages an. Ja. Tschüss. So. Das war Inge. Hat sich nach Mutter erkundigt. Was kann ich für dich tun? Ich hatte gehofft, du hast ein wenig Zeit, um mit mir über die neue Spülmaschine zu reden. Klar, schieß los. Aber wir können uns auch gerne über diesen Schmuck hier unterhalten. Robert. Versteh schon. Die junge alte Liebe, die ist teuer. Robert, komm, gib her. Gib her. Mann, was für eine Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Gar keine. Katharina wird sich bestimmt darüber freuen. Dass ihre Mutter angerufen hat? Über das Collier, Mann. Ach so. Was ist los? Nichts. Gar nichts. Versteh schon. Du hast keinen Kopf, um dich über Spülmaschinen zu unterhalten. Robert, ach, komm her. Wegen dem Collier. Ist eine Überraschung. Alles klar. Nein, setz dich mal hin. Ich habe das Collier nicht für Katharina gekauft. Ist es für Mutter? Nein, es ist auch nicht für Mutter. Ich habe es für Laura gekauft. Fängt das jetzt schon wieder an? Es ist so eine Art Wiedergutmachung. Ich habe sie sehr verletzt. Lass das mal lieber bleiben. Wieso denn? Findest du das übertrieben? Das meine ich nicht. Lars könnte etwas dagegen haben. Wieso Lars? Die haben sich gestern Abend offiziell verlobt. Er hat ihren Heiratsantrag gemacht. Was? Alexander würde mich nie verlassen. Und schon gar nicht wegen dir. Bist du dir da so sicher, ja? Sie scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Sagen wir, dieser kleine Privatspaß, wie Sie ihn nannten, der hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Gut. Schau mal, Papa, tanzen, das gehört doch irgendwie dazu. Das muss man einfach können. Wiener Walzer, Foxtrot, Cha-Cha-Cha. Dankeschön. Marie, ich finde es ja lieb, dass du dich für deine Mutter so ins Zeug legst, aber... Ich weiß einfach, wie schön sie es finden würde, mit dir zu tanzen. Ja. Papa, bitte. Und ich wäre auch sehr stolz auf dich. Tja, Laura. Ich denke, das war's dann. Dann haben wir uns nichts mehr zu sagen.